Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 bei mir auf dem Kanal. Wir sind mal wieder auf unserer wunderschönen Alpenmap, wie ihr hier natürlich am Panorama schon erkennen könnt. Wir spielen Neuminibrunn und wir stehen hier oben bei unserer kleinen Holzwirtschaft und wir machen ein kurzes Update. Deswegen bin ich auch hier, damit ihr mal seht, wie das Ganze jetzt hier aussieht. Also, ich habe noch ein paar Bäumchen stehen lassen, 10 Stück sind es. Und wir haben jetzt hier die ganze Fläche soweit abgeholzt und vorbereitet. Und hier haben wir ja, wie gesagt, schon mal angefangen, das Feld zu bearbeiten, ein Feld anzulegen. Und das werden wir hier natürlich noch komplett tun. Und ihr seht auch hier, da gibt es auf jeden Fall noch ein bisschen Arbeit. Denn das müssen wir alles noch ein bisschen einglätten. Dann werde ich hier, denke ich, auch einen Zaun ziehen und vielleicht auch noch den ein oder anderen Baum dann da hinten und Büsche pflanzen. Auf jeden Fall, das ganze Gelände soll entsprechend noch bearbeitet werden. Und da haben wir noch ein paar Bäumchen. Und da noch ein paar Stuppen und die Stuppenfräse, die dann hier unten hier unsere Baumstumpfen hier Stumpfe wegfräsen wird. Ja, aber warum stehe ich jetzt eigentlich hier unten? Und warum brauche ich eure Hilfe ein bisschen? Denn ich möchte gerne ein bisschen eure Meinung zu etwas wissen, bevor wir jetzt hier loslegen und dann noch ein paar Bäume fällen bzw. hier fertig werden und das ganze Gelände oder sage ich mal uns aus der Forstwirtschaft dann langsam aber sicher dann verabschieden werden. Denn ich habe ein kleines bisschen ein Problem. Es ist ein Luxusproblem, so will ich das formulieren. Denn wie gesagt, ich habe jetzt hier kräftig abgeholzt und da oben stehen jetzt noch 10 Bäume. 10 Bäume sind ungefähr 4500 Hackschnitzel, die dann hier in die Anlage kommen. Und aus 4500 Hackschnitzel machen wir ungefähr eben das Dreifache. Und das heißt, da kommen wir dann irgendwo so bei, wenn wir die 10 Bäumchen da oben abgeholzt haben. Also das sind dann 4500, 45.000. Dann sind wir bei 135.000 in Anführungszeichen Hackschnitzel. Und jetzt gucken wir mal kurz rein. Und wir sehen hier bei Hackschnitzel, wir haben jetzt 3291, also knapp 3,3. Und wenn wir das jetzt etwas hochrechnen, und zwar letztendlich dann mit dem Verkaufspreis, dann komme ich alleine mit diesen Hackschnitzeln auf circa 3,2 Millionen Euro. So, dann haben wir noch 900.000 Silage und damit kommen wir auf 306, soll heißen, in Summe auf knapp 3,5 Millionen. Und da habe ich jetzt noch nicht die Sachen hier eingerechnet, die wir da oben noch fällen wollen. Also, soll heißen, das ist natürlich der Sache geschuldet, dass wir im Modus normal spielen. Wir spielen Schwierigkeitsgrad Wirtschaft normal und ich werde definitiv dann mit dem Jahreswechsel umstellen auf schwer. Und wenn wir jetzt umstellen würden auf schwer, dann würden wir aus den 3,5 Millionen, wenn wir natürlich danach erst verkaufen unsere Hackschnitzel, denn wir sind ja jetzt im November und verkaufen werden wir im Dezember bzw. im Januar, dann komme ich auf 1,9 Millionen. Und auch das ist ja jede Menge Geld. Aber wir wollen ja dieses Gelände hier einebnen, beziehungsweise also nicht flach machen, das auf gar keinen Fall, aber ein bisschen nachbearbeiten, Gras machen. Und dann wollen wir hier oben ja auf jeden Fall einen weiteren Hof bauen. Hier oben, da soll auf jeden Fall noch ein entsprechender Kuhstall hin und noch ein bisschen Gebäude. Und das muss auch alles bearbeitet werden. Und was ich dann auch machen möchte, sind die verschiedenen Produktionen jetzt kaufen, wie eben die Molkerei, dann zum Beispiel auch die Spinnerei, weil wir ja Wolle haben. Und natürlich auch die Bäckerei und verschiedene Produktionen. Also soll heißen, ich würde gerne nächstes Jahr richtig in die Vollen gehen und einiges machen. Und natürlich brauchen wir auch neue Gerätschaften und würden vielleicht auch das ein oder andere Feld kaufen. Also worauf will ich hinaus? Schreibt mir es mal in eure Kommentare. Schreibt mir es doch bitte mal in die Kommentare. Mich würde eure Meinung dazu interessieren. Soll ich tatsächlich die Waren verkaufen, bevor ich umstelle auf schwer und wir verkaufen sie und machen circa drei, wie gesagt, das da oben habe ich noch gar nicht mit eingerechnet, aber 3,5 plus. Oder sollen wir jetzt doch ein bisschen fairerheitshalber jetzt schon umstellen und dann eben mit 1,9 Millionen, was ja auch noch jede Menge Geld ist, mit dem sich ja dann arbeiten lässt. Also auf jeden Fall will ich umstellen, denn wir sind dann eigentlich auch so weit, dass unsere Produktion und alles laufen und wir dann auch hier entsprechend arbeiten können.
Und wir werden ja auch noch ein bisschen Geld machen, wenn wir hier die Sachen hier entsprechend verkaufen. Und ja, mit anderen Worten, ich habe so ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Ich weiß es nicht. Letztendlich kann man ja auch sagen, wir haben hier gepflanzt, wir haben die Bäume reingehauen und so weiter, haben auch gearbeitet und haben uns das auch erwirtschaftet und können dann auch richtig loslegen. Aber nichtsdestoweniger würde es mich trotzdem interessieren, seid ihr der Meinung, dass man doch vielleicht schon vorher umstellen soll, damit die Gewinne nicht ganz so groß sind? Oder sollen wir die Gewinne dieses Jahr noch mitnehmen und erst fürs neue Jahr umstellen? Also, das wollte ich gerne von euch wissen. Schreibt es mir einfach in die Kommentare, wie ihr das seht, wie wir hier noch ein bisschen weiter arbeiten sollen, wie wir hier vorwärts kommen sollen. Und ich werde hier in der Zwischenzeit nochmal weitermachen, ein paar Bäumchen hier fällen. Ja, da muss ich jetzt mal hier hoch machen und das hier ein wenig hochziehen. Ja, ich komme da langsam ein bisschen rein. Wenn man dann mal 200 Bäume gefällt hat hier mit dem Rottne H21D, dann kommt man ein bisschen rein. Und wir werden jetzt hier ein bisschen auch weitermachen. So, das heißt jetzt erstmal runter und ein bisschen ran hier. Und dann natürlich sich das Ding suchen lassen. So, ja, er ist noch nicht so weit. Dann hoch und runter ziehen das Teil. Und ich muss ehrlich sagen, das war jetzt also die letzten Stunden wirklich eine spannende Geschichte. Also das hat natürlich schon auch ganz schön Zeit von der Uhr genommen. So, jetzt sind wir, glaube ich, falsch rumgefahren. Da muss man erstmal wieder ein bisschen sich reinfinden. Naja, das sind wir jetzt falsch rumgefahren. Das hätten wir jetzt anders machen müssen. So. Ah, ich glaube, ich habe ihn schon wieder umgestellt, oder? Augenblick. Muss mal schauen. Oder sind es 6 Meter? Aber im Prinzip ist es Kopfspiel gesprungen. Von den Längen her. Aber ich glaube, es gibt so eine Faustregel. 8 Meter würde eigentlich immer am meisten bringen. So, nee, das passt. Aber wir verkaufen es gleich, weil es liegt im Weg. Beziehungsweise wir nehmen es gleich in die Produktion. Und weiter geht's. Ja, ich fand hier diesen Ernter, diesen Vollernter schon eine spannende Geschichte. Und noch spannender wird es natürlich dann in den nächsten Folgen. Wenn wir dann langsam anfangen, wieder hochziehen. Wenn wir dann langsam anfangen, hier das Feld endlich zu bearbeiten und dann auch wirklich hier so ein bisschen alpenmäßig diese Wiese mähen und Heu herstellen und mit den Alpengeräten hier wirklich dann rumfahren. So, jetzt wieder ein bisschen runter erstmal. Ran. Dann suchen lassen. Und wieder hoch. Und langsam kommt man da rein. Aber jetzt müssen wir auf jeden Fall so rumfahren. Weil der Baum rutscht nämlich runter. Und da müssen wir etwas schneller sein. So, dele. Ja, ich habe mir auch gedacht, ich blende jetzt mal auch hier die entsprechenden Flächen ein, damit es etwas leichter ist. Und dann werden wir hier jetzt mal zu einem Ende kommen. Weil ich habe jetzt keine Ahnung, aber man kann es eigentlich relativ schnell herausfinden. Und zwar, wenn wir ja mal reinschauen und man kauft ja diese Setzlinge. Ich glaube, das müsste bei Palette sein. Setzlinge. Das sind 20 Stück. Ich habe aber irgendwas anderes genommen. Das hier, glaube ich. Genau, Setzlinge. Platinum Edition. 240 Bäumchen. Und die haben wir jetzt also hier gefällt. Und 240 Bäume haben natürlich entsprechend Ertrag jetzt gebracht. Und wie ich da so vor mich hinfälle und entsprechendes bearbeite, denke ich mir, das wird ja immer mehr, immer mehr. Und habe das dann Ganze mal durchgerechnet und war dann, wie gesagt, ein kleines bisschen erschrocken, was letztendlich hier jetzt unterm Strich dann zustande kommt. So, jetzt müssen wir mal hier neu ausrichten. Ja, er kommt hier gerade so den Berg hoch. Und dann dieses Bäumchen. So, andere Richtung.
Ja, und da bekommt man halt, wie gesagt, so ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Und ich bin da mal auf eure Meinung gespannt, auf eure Ideen und wie ihr das einschätzt. Aber auf jeden Fall soll es dann in den nächsten Folgen dann hier richtig losgehen. Da wird gebaut. Und wir haben ja noch eine zweite Idee, beziehungsweise noch eine zweite Fläche, wo wir ja einen Aussiedlerhof bauen können. Praktisch auf der anderen Seite hier dieses Tals. Auch da könnten wir dann aktiv werden. Aber wie gesagt, wir haben auch noch jede Menge andere Sachen zu tun, denn ich wollte ja auch auf unserem Haupthof dann eine kleine Hof-BGA. Ihr wisst ja, ich bin ein Freund solch einer Hof-BGA, denn da können wir hier unsere Silage direkt verkaufen und bekommen natürlich Gärreste, mit denen wir dann auch düngen können. Wobei wir ja, ups, ja, ich glaube, da fahre ich besser nicht drüber. Wobei wir natürlich auch ein bisschen das Thema haben, dass wir mittlerweile so viel Gülle am Hof haben, dass wir das Zeug gar nicht letztendlich verarbeitet kriegen. So, und wieder ran. Sehr schön. Und dann werde ich jetzt erstmal hier die Stumpen wegfräsen. Weil sonst stehen die uns dann doch ein bisschen im Weg. So, ein bisschen in die Richtung. Also das geht natürlich mit dem Vollernter, geht das natürlich schon einigermaßen. Man könnte natürlich auch die Bäume direkt fällen, an der Stelle zerlegen und dann eben mit dem entsprechenden Gerät einsammeln. Aber das bietet sich hier, ich sag mal, bei dem Gefälle und so weiter nicht unbedingt an. So, wir laufen mal hoch zu unserem Fendt und dann werden wir noch ein paar Baumstümpfe wegmachen. Ja, der kämpft da nämlich auch immer. So. So, meistens geht es ja nur, wenn man hier drüber fährt, das reicht schon. Also insofern ist diese Mod richtig gut. So, jetzt müssen wir wieder ausschalten, weil sonst kommen wir hier rückwärts im Berg nicht hoch. Wunderbar. Und die letzten zwei, oder? Ja. Ja, und selbst hier haben wir dann noch jede Menge Arbeit vor uns, denn... Ja, da muss ich jetzt, glaube ich, runterlassen. Sehr schön, das ist weg. Hoch und wieder hoch. Ja, und da haben wir ja auch jede Menge Arbeit noch vor uns, bis wir das Feld hier, diese Fläche entsprechend eingearbeitet haben. Das heißt also wirklich gedüngt, gekalkt und natürlich ausgesät. Davor müssen wir aber auf jeden Fall natürlich hier erstmal ein Feld erstellen mit dem Pflug. Und da haben wir dann natürlich auch noch jede Menge Arbeit. Okay. Ich würde sagen, an der Stelle soll es auch mal das gewesen sein. Eine kurze Folge, ein kurzes Update hier auf das ganze Thema. Jo, Stationary Woodchipper. Und wir blicken hier ein bisschen auf unser Tal runter, auf die wunderschöne, auf das Tal von Neuminibrunn. Also, das war jetzt mal ein kleines Update hier zu dem Thema, wie wir hier auf dieser Fläche, auf diesem Berg hier weitermachen. Und ich bin auf eure Meinung, auf eure Kommentare gespannt. Ich lasse das Ganze ein bisschen sacken. Also, ich denke, ich werde so in 2 bis 3 Tagen dann die nächste Folge machen und dann eure Meinung dazu entsprechend dann auch kundtun. Also, ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, das war wieder mal ein bisschen interessant und ihr seht, es geht jetzt flott weiter hier auf unserem Projekt Neuminibrunn hier in den Alpen und wir werden jetzt auch so langsam richtig hier auch mit entsprechenden Feldern arbeiten, die richtig am Hang hier am Berg sind und mit den entsprechenden Geräten. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und ich sage Tschüss, ciao, cheerio, euer Badenfarmer.